Tag Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier zu Call of Duty Warzone. Heute checke ich mal die neue Season, Season 4 ab. Viel Spaß. Okay, also, jetzt zum allerersten Mal, glaube ich, seit November 2020, irgendwie sowas, mal wieder im Video in der Lobby von Call of Duty. Also, es hat sich herzlich wenig verändert in der Lobby, also der Hintergrund ist ein bisschen anders. Aber nicht so viel anders, als ich es erwartet hatte. Aber gut, ich springe jetzt einfach mal in Game und check mal die neue Map ab, neuen Waffen ab. Was sind die ganzen Veränderungen? Ja, here we go. Okay, also auf den ersten Blick sehe ich jetzt hier auf der Map nichts Neues. Aber ich meine auch, sie hatten gesagt, dass die Map-Veränderungen hauptsächlich einfach, ein paar örtliche Veränderungen sind und nicht große neue Orte zugefügt worden, wie zum Beispiel halt hier Array oder Saltmine, wie im letzten großen Call of Duty Update. Die Map-Veränderungen waren auch größtenteils in der Vollversion von Call of Duty Cold War, also sprich im Multiplayer-Modus und nicht so sehr im Warzone-Modus, also so viel dazu. Gut, die ganze Region ist natürlich hier neu, also nicht neu, aber da habe ich in dem Video noch nicht gespielt. Ich würde sagen, da lande ich jetzt auch direkt mal. Gucken, ob ich jetzt direkt irgendwelche Waffenänderungen auf Spawn erkenne. Eine neue Waffe, okay. MP... Oh. Okay, es gibt die MP5 auch einfach als normale SMG und nicht nur als Custom Loaded SMG. Dennoch ist natürlich meine Custom Loaded SMG wahrscheinlich besser. Keine Ahnung, okay. Also das Loadout hat sich auf jeden Fall wieder verändert. Ja. Okay. Zugegebenermaßen. Ich war schon besser in diesem Spiel. Also, falls ihr jetzt nicht die beste Leistung von mir seht. Ja, ich bin nicht mehr so gut in dem Spiel. Ganz schlicht und einfach. Der ganze Gulag wurde nochmal neu designt. Also die Treppe hier oben gibt es weiterhin noch. Also das heißt, die Treppe macht der Gang hier oben. Aber der ganze Gulag wurde nochmal umdesignt. Okay. Interesting. Interesting. Und wow! Ja, erstmal im neuen Gulag. Erster Sieg. Wie nice. Okay, ich würde sagen, ich lande jetzt mal Train Station. Oder nee, ich lande jetzt mal bei einem Vorort hier. Dass ich jetzt euch nicht direkt aus der Luft abgesniped werde oder irgendwie sowas. Was ich überhaupt keinen Bock habe. Okay, also wie ich sehe, das ganze SMG. Also definitiv SMG, eventuell sogar AR, Loadout und einfach Lootpool ist komplett überarbeitet worden. Okay, Shotguns eher weniger. Sagt ihr echt auch Call of Duty Warzone? Schreibt es ja gerne in die Kommentare. Beziehungsweise lasst doch gerne mal einen Daumen oben da bei diesem Video, falls ihr mehr Call of Duty Content sehen wollt. Ja, der vorne will sich auch einen Truck weiter bewegen. Nope. Da oben. Es ist gar nichts. Oh, damn. Bam. Was? Das war nicht mein Kill, schade eigentlich, okay. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht von dem Typ, der von hier geschossen hat, irgendwann geschossen werde. Lol, was? Ich dachte mir gerade nur so. Also,
Ich bin ja kein Genie, aber das ist doch eine 100% Person. Ja, war es. Und er wurde gerade sowas von weggelasert. Das war nicht mehr lustig, aber... Oh, ein Motorrad. Okay, das ist die Season neu. Gucken, wie sich fährt. Oh. Okay. Also, klar ist es um einiges schmaler als Autos, logischerweise. Aber okay, es fährt sich auf jeden Fall interessant. Sagen wir es einfach mal so. Ich glaube, es ist einfach Gewöhnungssache am Anfang. Aber noch habe ich das Gefühl, weniger Kontrolle über das Auto zu haben. Erstmal. Okay, das heißt eine Free Snipe für den. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann noch eine Runde und dann, ja. War's das, glaube ich. Entweder sterbe ich hier auf Spawn oder ich kriege ein, zwei Kills. Aber ich will jetzt einfach mal wirklich ein bisschen Action haben. Die letzte Runde war zwar an sich jetzt nicht super schlecht, aber es war dann doch noch ziemlich viel einfach rumlatschen. Okay, neue Heavy SMG. Was ist denn eine Heavy SMG? Okay. Interesting. Also von einer Heavy SMG habe ich noch nie was gehört. Hier, ja, wir sagen, hier kommt gleich jemand. Aha. Ah, ja. Lass mich. Ah! Was? Da! Was? Als ob ich durch die Treppe... Warte mal ganz kurz. Durch die Treppe... Eine Third Party. Aber gut, Leute, das war's mit diesem Video. Ja, zum allerersten Mal Call of Duty seit, was, 7 Monaten? Also, ist auf jeden Fall schon ziemlich lange her. Wie gesagt, Leute, da auch oben da geben, falls ihr mehr Call of Duty in der Zukunft sehen wollt. Ja, ich versuche es auf dem Kanal mittlerweile auch so ein bisschen anderen Content zu bringen, nicht nur Fortnite, sondern auch einfach generell Gaming. Gut, Leute, abonniert nicht vergessen, damit ihr kein einziges Video mehr in der Zukunft verpasst. Das Ziel ist ja irgendwann mal 1000 Abos zu knacken. Und auf jeden Fall Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video hochlade. Ja, Leute, wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder, Livestream wieder oder Short wieder oder auf TikTok wieder, whatever. Haut rein und ciao.